Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, es begab sich aber, dass mein Spiel ja andauernd abgestürzt ist, als ich durch die falsche Tür ins Kasernenviertel gegangen bin. Das Kasernenviertel stürzt einfach immer ab. Deswegen habe ich die Aufnahme neu gestartet, aber eigentlich erst nachdem ich hier rausgerannt bin, weil hier gab es nichts mehr zu tun. Jetzt habe ich eine andere Tür entdeckt und das ist die hier, die aber noch verschlossen ist und die ich erst knacken muss. Also sieht es so aus, als ob hier unten vielleicht doch noch das ein oder andere zu finden ist. Huch. So, da haben wir mindestens nochmal eine davon. Ich höre da doch was rennen. Also gut, hier waren wir schon, wie man unschwer an an dem Aschehaufen erkennen kann. War wohl nur eine Abkürzung oder ein Umweg, je nachdem wie man es sieht. Na, hier war schon so eine tote, ausgewachsene Ratte. Dann war das jetzt vielleicht der eine Gegner, in dem ich noch begegnet bin. Hey, schau mal. Noch jemand? Lustig, hier waren wir aber noch nicht. Leere Weinflasche. Feinlederhandschuhe. Wieder mal nichts Spannendes. Schaut sehr unangenehm aus da unten drin. Bücher. Ich kann die Bücher wieder mal nicht nehmen. Also das finde ich jetzt etwas negativ hier. Gut. Noch mehr verschlossene Türen. Das ist ein Bild von der Frau, gemalt wurde, von der Frau, die ich die Laila genannt habe. Und dass das hier praktisch die Frau ist, deren Leiche das ist. Was haben wir denn da unten? Ich schätze, da kommt man da hin. Gift des Leidens, Glimmerstaub und dessen Anwendung. Magische Energieschwächen, Magie widerstehen, Anfälligkeit für Gift, Lähmungs- und Verlangsamungserscheinungen. Nützlich als Gift gegen Stahlkrabben. Was sind Stahlkrabben? Bin ich Stahlkrabben schon mal begegnet? So, der Typ kam daraus. Sprung, wo wir jetzt gerade drin waren. Da habe ich schon reingeschaut. Da ist also nichts mehr Spannendes. Dann ab durch die Tür. Da werden wir sicher da unten reinkommen. Ah, das da sieht aus wie ein Bossgegner.
sofern es denn einer war, war er jedenfalls nicht allzu schwierig. Was hier? Buch. Eines zum Thema der Pfad. So, mein Freund. Krustis Dunkelhand. Was um Himmels Willen ist das hier? Nemesis-Diadem? Entropizos, Selners Fäuste, Zweihandangriffe verursachen mehr Schaden. Hattest du eine spezifische Rüstung? Danke, einen Zirkel brauche ich nicht. Geld nehme ich natürlich immer. Kann man sich da nicht draufsetzen. Also in den Urnen sind ja jeweils wirklich nur Tote. Das hatten wir ja schon ein andermal festgestellt. Trägst du eine Sonnenbrille oder ist das etwas anderes? Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das hier alles Opfer von Dalila der Zweiten sind. Außer dass die natürlich dann genauso aussieht wie die. Nein. Da liegt schon eine von mir getötete Ratte. Dann war ich hier schon. Ja, klar. Bin ich hier nicht reingekommen? Oh. Da habe ich noch was übersehen. Doppelbock. Genesungstrank. Nachricht des Balsamierers. Keine Ahnung, was hier passiert. Warum haben sie Bestattungen wirklich verboten? Warum verbrennen sie die reichen Oberstädter nicht? Vor was hatten sie wirklich Angst? Können wir vielleicht noch rausfinden. Banktresorschlüssel des Balsamierers. 1211. Interessant, interessant. Und der vierte Teil des Schlechtes, den wir aber wahrscheinlich schon hatten. Ja, da ist auch noch ein Trank. Die Nägel nehme ich auch gern mit. Ah, die kann man jetzt wieder nicht nehmen. Und Gesellenbuch Fernkampf. Kann ich das noch brauchen? Nahkampf? Nein, kann ich nicht mehr. Was ist das? Ja, jetzt muss ich so langsam wirklich einen Weg hier rausfinden, der nicht warte mal. Da war doch noch ein anderer Weg da unten raus. Genau, da drüber. Wieso habe ich das Buch nicht eingesteckt? Und tatsächlich, hier waren wir noch nicht. Ah, hallo. Ach, der Herr. Kannst du mir mal erklären, warum du durch das Tor hindurch schießen konntest? Dein Schwert schwingen konntest?
So, jetzt vergiss du mich gleich. Oh, und tot. Na, komm, das werde ich doch noch schaffen. Kleinigkeit essen. Und ich habe keinen leckeren Kuchen mehr, Menno. Nehmen wir uns stattdessen mal so eine gebratene Beinquelle. Noch eine verschlossene Tür. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier rüber. Dieses Bild haben sie doch relativ häufig benutzt hier. Ich finde es böse und gemein, dass man die Rollen nicht nehmen kann. Blauer Quarz und Knochenmehl. Sonst was Spannendes, Interessantes? Nein, 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 nein. Nein. Ja? Schlachtaxt, Frosthauchs und eine Kiste. Geselle, die sollte ich eigentlich recht gut kriegen. Spaß und zerbrach den Dietrich. Was ja nicht mal unbedingt. Ne? Achso, Tür, okay. Machen wir kurz die Tür noch zu. Vielleicht war da was Interessantes. Ne? So, dann sind wir hier durch. Auf da hinüber. Wo? Ah, hier waren wir schon. Dann glaube ich, ist hier der Ausgang, der in die Unterstadt führt. Leichengrube, ja! Müssen wir jetzt wieder durch die Höhle? So, hier dürfte jetzt nichts mehr Gefährliches sein. Dann müsste irgendwo hier gleich der Ausgang sein. Naja, wenn ich mich nun nicht verlaufe. Schön, das zeigt er mir jetzt auch an. Marktplatz. Ob ich an dem Marktplatz dann eine Truhe habe? Sollte ich an dem Marktplatz eine Truhe haben und alles, was ich jetzt so gelootet habe, ablege, bis auf diesen Teleport-Zauber? Ich glaube fast nicht, dass ich in der Unterstadt eine Kiste habe. Von euch nichts, danke. Weiter mit die Ralata-Typen. Ne, hier finden wir offensichtlich nichts mehr.
Ja, liebe Fleischmadenkranke. Würde eigentlich einfach durch können. Na, Backenplatz. Vom Barackenplatz ist, glaube ich, nur noch einer, zwei Ladebildschirme zur Stadt. Nur auf keinen Fall mehr ins Kasernenviertel. Wie jagst du mich schon wieder durch? Altes Wasserwerk. Jedes Mal jagt er mich durch das alte Wasserwerk. Nee, da mag ich nicht hin. Hauptkaverne. Na, so langsam kenne ich mich doch halbwegs hier aus. Was wollt ihr? Mich begaffen? Du sagst genau dasselbe wie deine Freundin unten im Keller. So, das müsste der Hauptausgang sein. Ach, ich guck mal an. Hier hat es jetzt einen Wegweiser. Dann möchte ich bitte zum Marktplatz von hier aus. Ich bin mal gespannt, was für eine Tageszeit eigentlich ist. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Schwerter sind schneller als Äxte, ja, das ist schön zu wissen. Also, es ist mitten in der Nacht, darauf habe ich auch fast gehofft. Warte, nehmen wir sich durch. Ich möchte nämlich kurz zu Hause vorbeischauen. Ja, nicht mehr anzeigen, bitte. So, hier habe ich ein bisschen ausgebaut und habe einen Tisch aufgestellt. Und eigentlich auch einen zweiten Stuhl, aber das hat mir irgendwie wieder nicht geklappt. Eben, sie haben das hier umgebaut und das war jetzt nicht ausschließlich nur gut. Wieso habe ich eigentlich nur noch drei Salz? Ja, alle bitte. Halt, den Weizen könnte ich vielleicht noch brauchen. Für eine Suppe oder so. Und die Vogeleier auch eigentlich. Also das ganze Salz nehmen. Knoblauch. Mehl. Mit dem Menschenfleisch habe ich mir ein Ei gelegt, das will nämlich niemand. Ah, hier noch Weizen. Gut. Das sind die Sachen, die man wahrscheinlich auch noch zum Kochen benutzen kann. So, Eterna. Jetzt gehen wir hier die Reihe nach durch. Eichenbogen des Mana-Einzugs muss ich natürlich später mal verkaufen. Die Axt des blinden Schürfers ist ja interessant anzuschauen, aber gerade mal 40 wert. Die Silberkriegsaxt des Flammenzorns. Stab des Feuerzorns habe ich aufgenommen, der ist lächerlich. Stahl durch das Arkansons und Stahl durch das Hinterhals, auch hier was lächerlich. Die Schlachtaxt muss ich aus Versehen aufgenommen haben. Ähnlich wie diese hier. Und dann bin ich schon mal durch hier. So, jetzt zur Kleidung. Was trage ich aktuell für ein Amulett? Gar keins. Das sollte ich dringend mal eins anziehen. Ich trage auch keinen Ring. Also. Das können wir ablegen. Das können wir ablegen. Die beiden Herzfiegereisten können wir ablegen. Den Dings hier und das.
alles interessanterweise auch nicht viel wert. Was? Ah, Mana Flusstrank eben, der ist ein bisschen anders. Ich behalte die mal dabei. Das war jetzt schon ein paar Mal. Dass es am Ende doch interessant gewesen wäre. So. Nein, warte. Gib mir den Bericht nochmal. Das war ja das, was ich da unterwegs lesen wollte. Und ich habe offensichtlich alle Bände und das mehrfach. Aber den dritten Band habe ich noch nie gelesen. Gut, dann werde ich da erstmal schnell einen Blick reinwerfen. Und zwar werde ich einen Blick werfen in alle Bücher, die ich noch nie geöffnet hatte. Naja, in fast alle. Das ist Equilibrium. Konvertiert 25 Punkte Lebensenergie in Mana. Na toll. Ich glaube, lernen kann ich die alle, nur nutzen kann ich sie nicht unbedingt, weil ich nicht genügend Mana habe. Gut. Die leeren Sehnensteine muss ich nicht mit mir rumschleppen. Das alte Bandtotem wiegt 0,5. Na, dann schleppe ich das mit. So, der Amethyst und der armselige Stein müssen nicht dabei sein. Die Baupläne wiegen fast nichts. Kann ich die mal dabei lassen? Erz kann weg. Einzelteile können gelagert werden. Ganz so viele Fackeln brauche ich auch nicht. Seltenst Fackeln. Hufeisen brauche ich, glaube ich, denke ich nicht. Kohle brauche ich nicht. Nägel. Quecksilber, Erd, Schaufel brauche ich. Der schwarze Stein der Delvarex, Silberamphore, Silberkerzenständer, Silberschüssel, Stahlbarren. Ja, bei Säge weiß ich nicht, aber es hieß, ich brauche eine Holzaxt und keine Säge, um Holz zu zerlegen. Okay, dann lege ich die auch mal ab. Und was habe ich denn jetzt noch so viel? Lass mir mal alles anzeigen und dann nach Wertgewicht durchgehen. Das einmal umdrehen. Gut, Bügeleisen. Brauche ich einen Hammer? Ja, ich glaube. Mein Buch könnte ich noch ablegen. Und Moment. Ah, Entschuldigung. Das goldene Haar. Gut, dann gehen wir kurz raus zu den Büchern. Und wie gesagt, alle schnell lesen, die ich noch nie gelesen hatte. Jetzt findet er offensichtlich raus, was denn in der Höhle war. Nichts hat sich aufgeklärt. Die Höhle warf mir noch mehr Fragen auf als hier zuvor. Einzig und allein den beiden blinden Männern. Also da. Oh, das scheint auch eine lange interessante Geschichte zu sein. Die werde ich vielleicht dann mal vorlesen. Aber ihr seht das Problem, es sind elends viele Seiten. Ich hatte nur gehofft,
ist natürlich zurückgekommen. Mann, es ist verknüpft in meiner Hand. So, das goldene Haus hatte ich schon gelesen. Der Kirschner und die Wildmagie. Buch 12 hatte ich eigentlich schon gelesen. Aber es geht mir darum, jetzt aufzudecken, falls in irgendeinem Buch noch ein Hinweis ist, der was auslöst. Das sind wahrscheinlich die Pfadbücher gerade nicht, aber ich wollte es trotzdem. Ja, das sowieso nicht. Ein Dorf in Aufruhr, das hatten wir schon. Na, das ist nur Pornografie. Landschaften ändern als hätte vielleicht was bringen können, tat es aber nicht. Frostelementar rufen, Stufe 1. Ich nehme es mal und das auch. Das vielleicht noch. Den Rest müsste ich eigentlich ablegen können. Dann kriege ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Gewicht zurück, wenn ich jetzt die ganzen Bücher wieder ablege. Ich muss aber zugeben, dass ich ein klein wenig enttäuscht bin, hier nicht mehr herausgefunden zu haben. Ja, alle bitte. Ach, ich nehme sie auf statt ablegen. Aufzeichnung. Schriftstück der Leiche. Ja. So, jetzt zeig mir nochmal die, die in der Truhe sind, weil da war jetzt mindestens ein Brief, den ich noch nicht gelesen hatte. Und nur noch die Zauberbücher. Gut. Dann lese ich den Brief jetzt noch schnell. Große Teile des Briefes sind blutverschmiert, einiges davon aber ist noch lesbar. Folgende Passage erscheint euch interessant. Dann machen wir es so, ich gehe zur alten Zollstation im Herzland und du suchst mit Hector dieses alte Hügelgrab an der Sonnenküste ab. Vergiss nicht, was der alte Mann uns gesagt hat, das mag zwar eine Ruine sein, aber gerade mit diesem roten Wahnsinn, von dem in letzter Zeit alle reden, sollten wir uns darauf einstellen, den ein oder anderen Schädel eintreschen zu müssen. Also, wir treffen uns dann im Nomaden in Ark wieder. Wahnsinn, wenn da was drin sein sollte, dann sind wir alle reich. Das heißt, dieser seltsame Kaus zahlt uns für alle Rüstungsteile genug, um jahrzehntelang jeden Tag mit einem anderen Weib in der Silberwolke zu verbringen. Oder in deinem Fall mit einem anderen Kerl, aber das wird ein großes Ding, Gevatter, ich sag's dir. So, und weil es so spät ist, wird Syra noch eine Runde schlafen. Aber dann habe ich euch wirklich lange genug auf die Folter gespannt und wir ziehen los zu dem unbekannten Ort, zu dem uns die Schriftrolle führen wird. Ach, den alten Doppelbock und den Bitterbrandwein. Moment. Die dann doch mal noch ab. Achso, das ist true. Die brauche ich nicht dabei haben. Der Rest ja. Der Rest ist sogar so gut, dass ich sagen würde, ich sollte mal wieder schauen gehen, ob ich mittlerweile was Neues kochen kann. Und dann auf zu den Zaubern.
Teleport. Einmal noch sicherheitshalber speichern. Was sieht da gar nichts? Jetzt. Mit der Fackel in der Hand. Welche Disziplinen zu einer affin sind, erfahrt ihr entweder durch Experimentieren, Nachdenken oder in der Spielwelt versteckte Hinweise. Ja, die versteckten Hinweise, das habe ich ja schon gesehen. Also schon den einen oder anderen zumindest. Oh oh! Wir kriegen gleich ein Problem. Mächtiges Irrlicht? Eieiei. Gut, zwei hätte ich. Immerhin scheinen wir mal das gleiche Problem zu haben, die kommen da auch nicht rum. Moment, ich glaube, ich verziehe mich mal kurz, bis die mich vergessen, dann habe ich einen kleinen Vorteil. Okay, das machen dann doch so einige. Andererseits. Feuersalz, Malachitbahn. Und Dusis Schlüssel, Unsichtbarkeitstrank. Hey. Wenn ich schon was Besseres hätte, der wäre nicht schlecht. So. Ich habe eine coole Idee, das da so zu verstecken. Aber das war nicht ganz, worauf ich gehofft hatte. Ich dachte, ich würde damit vielleicht diesem legendären schwarzen Wächter begegnen. Da drüben ist Ark, oder? Das heißt, wo bin ich denn jetzt im Augenblick auf der Karte? Nee, Arkes.
Al-Shirak. Ist das Al-Shirak? Ark ist ja auf der anderen Seite. Dann kletter ich hier mal einfach runter. Achso, ja. Was essen müsste ich zwischendrin auch mal? Das ist ein bisschen säuerlich, dass ich nicht wie erhofft. Zum. Sag mal, Spinne, ich habe doch nicht alles Essen abgelegt. Ja. Achso, das. Ich sehe vor lauter Büchern. Gar nicht meine leckeren Sachen. Noch jemand? Das ist auf jeden Fall. Das war vielleicht ein Schritt zu viel. Aber egal, hat gereicht. Ah, ein bisschen Metall zum Schürfen. Quecksilber, naja, nicht das Wahnsinnige und auch noch giftig. Komm, beeil dich. Ja, das ist wahrscheinlich die Sonnenküste hier. Ich glaube, hat noch was aus den Augenwinkeln gesehen. Nein, hat getäuscht. Das ist da drüben schon Flussheim? Ja, das ist schon Flussheim. Bin ich hier schon mal lang? Ich glaube nicht. Also noch ganz definitiv nicht. Scheint mir fast. Als ob hier auch was Interessantes zu finden wäre. Stufenaufstieg. Was hätte ich denn gerne? Ja, Lebensenergie würde ich sagen. So, die Wildmagier müssen da oben irgendwo sein. Gut, und sie haben uns schon aus den Augen verloren. Mana-Salze und Leersalze. Nichts Überragendes. Jetzt weiter hoch, oder? Also da unten können sie ja nicht sein. Dann vermute ich mal, dass sie im Turm sind. Ah!
nicht ganz geklappt. Ich muss halt, wenn ich mit Bogen umgehe, aus dieser Perspektive unterwegs sein, sonst geht das nicht. So, seid ihr noch im Haus oder schon da? Das Haus offensichtlich nie verlassen, okay. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Er trägt ein Messer im Stiefel, wenn er doch mit Klingen um sich werfen kann. Ich glaube, der ist hier. Beim Arsch des Propheten, da war was. Ja, mein Freund, da war was. Okay, ich glaube, dann haben wir es. Interessanterweise, dass er, also dein Erdelementar, das hatte ich schon ganz, ganz früh in einer der ersten Gameplay-Videos gesehen. Ich glaube, das war eins von GameStar. Teleport nach Flussheim, die nehmen wir immer gerne. Die sind eigentlich recht teuer. So. Wildmagierzeug ist ganz schön was wert, muss ich sagen. Stab des Feuerballs, du hast getrickst. Ein Feuerball, der 40 Punkte Schaden im Explosionsradius verursacht. Brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Also weniger an Stab des Feuerballs. Der Feuerball macht nur 3 Schaden, aber der Explosionsradius macht Schaden. Ich glaube fast, das werde ich mal ausprobieren. Auch du hattest eine Kiste, Minette. Ein paar Tränke. Kann man entweder brauchen oder verkaufen. Müsst ihr lachen, wenn es hier oben noch einer ist. Nein. Oh, aber das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Oben haben sie dann ein Buch. Und offensichtlich haben sie von hier aus Flussheim beobachtet. Was habt ihr hier nur getrieben? Aber was auch immer ihr hier getrieben habt, da oben ist ja schon der nächste Turm. Und ich schätze, noch ein paar Schritte weiter und wir kommen dann zu dieser Festung, obwohl da ist ja noch diese große, große Festung. Ganz vom Anfang vom Spiel, wo wir nur gesehen haben, aber nie wirklich angegangen sind, weil wir da noch viel zu schwach waren. So, und weil ich schätze, dass jetzt schon wieder sehr, sehr viel Zeit vergangen ist, würde ich sagen, ich mache weiter in der nächsten Folge und sage erstmal Tschüss und bis bald. Bis dahin.